Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video dabei seid. Heute habe ich meine Leseliste für euch und zwar für den Monat April. Ich habe jetzt echt 20 Mal überlegen müssen. Ja, wir haben dann schon April, das Jahr rast an einem vorbei irgendwie gefühlt. Geht es euch da genauso wie mir? Ich weiß es nicht, also es ist furchtbar. Und am liebsten, ich würde so viele Bücher noch schaffen wollen und gefühlt habe ich irgendwie gar nichts gelesen. Also das ist echt schlimm. Naja, ich habe mir ein paar Bücher rausgesucht, weil ich im März irgendwie nicht wirklich viel geschafft habe und ich deswegen mir nicht so wirklich sonderlich viel vorgenommen habe, weil ich dann eben auch flexibel sein möchte. Und ja, ich habe mir dabei dann auch noch einen relativ dicken Schinken rausgesucht, weswegen es dann nicht so viel sein wird. Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem allerersten Buch. Und zwar wäre das Guillermo del Toro, Die Nacht, der dritte und finale Band der The Strain-Reihe. Und ich habe ja die ganzen Bücher mit der Claudia Säule zusammen gelesen. Sie hat auch einen Bücherkanal, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch dann die genannten Kanäle oder so etc. immer in der Infobox. Also wenn ihr da mal was nachschauen möchtet, einfach nachgucken oder, falls ich es vergessen haben sollte, einfach dann nochmal kurz schreiben, Mensch, wie hießen die nochmal oder wie hieß der Kanal, dann kann ich euch das auch nochmal so schreiben. Auf jeden Fall lese ich dann mit ihr den dritten Band, da bin ich auch schon richtig gespannt drauf, wie jetzt die ganze Reihe endet. Die dritte Staffel ist ja jetzt, glaube ich, auch rausgekommen, die werde ich mir dann aber erst angucken, wenn ich das Buch gelesen habe. Und ja, ich lasse mich da mal überraschen, weil die Bücher sind ja komplett anders wie die Serie. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch ganz gut, dass wir noch so ein bisschen Spannung mit in die Geschichte reinbekommen und auch noch was Neues entdecken können. Das Buch ist jetzt auch nicht sonderlich dick. Ich guck mal schnell, wie viele Seiten wir haben. Ja, so circa 430 Seiten. Das müsste eigentlich relativ gut zu schaffen sein und ich finde die Schutzumschläge auch so cool. Die sind so metallic schimmernd mit dem Blut hier oben drauf und ja, ich mag die Reihe richtig gern. Der vorletzte Band hat, glaube ich, 4 Sterne oder so von mir bekommen. Also ging es eigentlich auch. Und der dritte Band folgt jetzt dann und ich freue mich schon drauf. Dann ist ein historischer Roman bei mir eingezogen und zwar ist das ein Rezensionsexemplar, das ich vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und zwar von Marina Fioratta, ich weiß nicht, wie man die Autorin ausspricht, Das Herz der Kriegerin. Ich habe von der Autorin bis jetzt noch nichts gelesen und ja, mich hatte der Klappentext total neugierig gemacht und ich war da so gespannt drauf und ich konnte nicht daran vorbeigehen und habe es dann eben angefragt. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Eine mutige Frau, die gegen alle Widerstände das Abenteuer sucht und die Liebe findet. Dublin, 1702. Die schöne Kit Kavanagh mit den feuerroten Haaren ist frisch verheiratet und glücklich. Doch dann wird ihr Mann Richard von Soldaten verschleppt und Kit ist entschlossen, ihn zurückzuholen. Koste es, was es wolle. So zieht sie ihm nach und schließt sich als Soldat verkleidet dem Regiment des charismatischen Captain Roth an. Kit spürt, dass sie mehr für ihn empfindet, als nur Gehorsam und Freundschaft. Doch sie muss nicht nur ihre wahre Identität, sondern auch die gefährliche Anziehungskraft um jeden Preis geheim halten. Als sie fast enttarnt wird und sich zu ihrer Sicherheit der gegnerischen Seite anschließen muss, begegnet sie Captain Ross erneut, diesmal in ihrer wahren Gestalt. Und ich, als ich den Klappentext gelesen habe, ich war hin und weg. Ich fand, diese Geschichte erinnerte so zum Teil ein bisschen an Mulan, die Kriegerin, die sich ja auch als Mann verkleiden muss und dann eben, ja, kämpft und sich in den Prinzen verliebt. So in der Richtung hört sich das so ein bisschen an und das hatte mich dann schon echt neugierig auf die Geschichte gemacht. Und ich lasse mich mal überraschen, wie der Schreibstil von Marina Fioratto, Gott, ich habe es echt nicht mit Namen, wie das so sein wird und ob ich denn da auch gut in die Geschichte reinkomme. Da hat übrigens Claudia auch schon eine Rezension, meine ich, zu abgedreht. Und ja, ihr hatte das Buch ja auch richtig gut gefallen. Ich habe das Buch bei ihr dann auch
ich glaube, im Want to Read oder Lesemonat, eins von beiden, habe ich es auch gesehen und ich fand es so witzig, weil ich das Buch dann eben gerade auch zugeschickt bekommen hatte. Und ja, ich freue mich da schon richtig drauf. Und das Buch hat dann auch wieder... Das Buch geht eigentlich von der Dicke, hat jetzt auch nicht so viele Seiten. 550 Seiten, sowas in dem Dreh rum. Ich denke mal, das wird sich machen lassen. Dann habe ich mir von Dan Simmons Terror rausgesucht, aus dem ganz einfachen Grund. Es gibt bei Amazon Prime jetzt die Serie dazu und immer montags erscheint dann wohl eine neue Folge. Und ich möchte unbedingt diese Serie angucken und habe ja eben gewusst, dass ich das Buch noch auf dem Sub habe. Das ist ja erst letzten Monat oder so, meine ich, bei mir eingezogen. Und gefühlt jeder hat das Buch schon gelesen und schwärmt davon. Und deswegen möchte ich das unbedingt lesen. Und ich lese das mit einer lieben Instagrammerin zusammen. Und da wollen wir uns dann auch so ein bisschen austauschen, wie denn der Schreibstil so ist und ja, was es denn da mit dem ominösen Schiff so auf sich hat. Wir haben hier England im Jahre 1845 und begleiten hier den Kommandanten Sir John Franklin, der einen Weg durch das ewige Eis sucht, durch eine Nordwestpassage. Und auf diesem Weg verschwindet dieses Schiff, die Terror, wohl spurlos. Und keiner weiß, was mit den Passagieren passiert. So viel ist der Stand der Dinge. Mehr weiß ich auch nicht. Wir haben hier einen wahnsinnig fetten Schinken. Ja, fast 1000 Seiten und deswegen finde ich es auch echt gut, dass wir das zusammenlesen, weil so kann man sich doch nochmal immer so ein bisschen mehr motivieren und es soll halt schon auch gewisse Längen haben, aber auch sehr spannend sein und ja, ich freue mich da schon richtig drauf und lass mich überraschen, was es da jetzt so mit dem Schiff auf sich hat und was da mit den Passagieren passiert. Und zu guter Letzt habe ich mir einen Thriller rausgesucht, bei dem ich aber nicht weiß, ob ich ihn schaffen werde. Es war der Kruzifix-Killer von Chris Carter, das ist der erste Band. Und ich habe mir den jetzt einfach mal auf die Want-to-Read-Liste mit draufgepackt. Ich hoffe, ich schaffe es, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt, weil ja, mein Leseflow ist eher so im Niedrigbereich und ich komme überhaupt nicht durch. Und gefühlt schaue ich mehr Fernsehen, wie das ich gerade lese. Und ich hoffe, dass sich das jetzt schleunigst ändert irgendwie, weil ich ja, möchte meinen Sub schon mal so langsam etwas wegbekommen. Ich habe zwar erst letztens wieder Bücher aussortiert und auch was an Rebuy verschickt, aber ja, ich habe dann im Gegenzug auch gleich wieder bei Rebuy bestellt. Da wird es, denke ich mal, dann auch ein Unpacking zu geben und ja. Auf jeden Fall der Kruzifix-Killer, von dem ja alle schwärmen, den möchte ich jetzt dann auch unbedingt lesen oder gelesen haben und ich werde dann auf jeden Fall berichten. So, meine Lieben, das waren die vier Bücher, die ich mir rausgesucht habe und ich denke mal, das könnte zu schaffen sein. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber ich versuche mein Bestes und ja, ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr von den Büchern schon eins gelesen habt und natürlich, wie ihr es fandet. Dann habt ihr irgendwie was zu erzählen, dann immer her damit und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!